gehen tief in den Keller. Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike! Ja, was machen wir im Keller? Ja, normalerweise, ihr Lieben, werde ich euch jetzt mal ein bisschen was zeigen. Das ist normalerweise mein Kellerraum. Ich weiß, viel Ping, viel Tussi, aber hier bastel ich normalerweise. Das ist eine Leidenschaft von mir, mein Hobby. Und da ich aber jetzt mit Ihnen hier einen YouTube-Kanal dieses Jahr eröffnet habe, ja, haben wir uns gedacht, wir brauchen ja auch ein Büro, ne? Ja, und das fängt jetzt alles hier an. Es wird komplett umgebaut. Wie es ist, es hapert schon an einem kleinen Schreibtisch. Nein, ich heute voll im Jogging-Style. Ja, ihr erlebt mich jetzt heute mal von einer ganz anderen Seite. Ich bin privat zu Hause. Er war unterwegs, er hat den Schreibtisch besorgt, weil ich will meine Bastelleidenschaft nicht aufgeben, auf keinen Fall. Das werde ich weitermachen, weil meine Mama hat einen kleinen Laden und das gebe ich nicht auf, nur für YouTube. Aber wir wollen auf YouTube nicht aufgeben, weil es macht uns Spaß. Mächtig. Ja, richtig, es macht uns mächtig Spaß. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden diesen kleinen Raum, er ist echt nicht groß, einfach so umgestalten, dass auf diese Seite Thunderstripe lebt und auf der Seite halt mein Basteleben ist. Also quasi in einen Raum. Ja. Und ihr dürft damit bei sein, was so die nächsten Tage alles passiert. Wir werden euch immer mal wieder berichten. Heute bauen wir erstmal Schreibtisch auf und versuchen natürlich, das hier alles loszuwerden. Ja. Übrigens, ihr Lieben, ich filme gerade mit der neuen Kamera, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Es ist auf jeden Fall eine Sony, richtig geiles Ding. Bin sehr zufrieden. Man merkt auch, glaube ich, schon die Qualität, dass die anders ist. Ich mache mir noch ein bisschen Sorgen, weil... Richtig geiles Ding. Ja, ich muss auch erstmal üben. Ich bin nicht perfekt und bin jetzt halt so ein bisschen am Üben hiermit. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ihr lernt uns jetzt mal ein bisschen mehr privat kennen, würde ich mal sagen, ne? Ihr seht gerade schon den Nils, er verzweifelt schon an einem Mini-Schreibtisch. Also ein Haus lasse ich ihn nicht bauen, ihr Lieben. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier bin ich! Außerdem gibt es auch noch was Neues. Und zwar wird das Ganze jetzt nächstes Jahr, also wir geben uns echt noch Zeit. Ne? Ganze 2 Tage geben wir uns noch Zeit. Nein, das nächste Jahr beginnt fast und wir haben ja gesagt, auf euch und auch auf uns kommt eine Menge Neues dazu. Und zwar haben wir ein Spendenkonto sozusagen eröffnet. Nicht, dass wir in Geldnot geraten oder sowas oder das unbedingt brauchen, aber wir haben gedacht, dadurch, ihr wisst es selber, YouTube ist ein teures Hobby, besonders wenn man so wie jetzt eine neue Kamera hat, ein neues Programm für den Laptop, geschweige Spritkosten ohne Ende an Lost Place Orten zu fahren. Und wenn ihr Lust habt, uns dabei zu unterstützen, dürft ihr natürlich auch spenden. Wir nehmen das gerne an und das Ganze fließt sozusagen in unsere Projekte rein. Nur. Also vielleicht werden wir irgendwann mal, wenn wir weit oben sind, was wir nicht glauben, aber wäre schön, träumt jeder davon, ist, muss man ehrlich sein. Aber im Moment wird es nur in unsere Projekte reinfließen, damit wir für euch neue Videos machen können, weil es sehr teuer alles ist. Also wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, dann sagen wir nur Dankeschön und auf jeden Fall wird das auch nächstes Jahr eröffnet. Es ist schon da, aber erst nächstes Jahr wird es halt preisgegeben. Wohl bemerkt, wir sind immer noch dabei. Wie gesagt, ihr werdet zum Schluss diesen Schreibtisch sehen. Er ist nicht groß, aber heutzutage, umso billiger die Möbel, umso scheiße die Verarbeitung. Das muss man ja mal festhalten hier. Ja. Wir haben zu zweit gerade diese kleine Schublade da gemacht. Die Schrauben passen fast alle nicht da rein, wo sie rein sollen. Oder wir sind dafür nicht gemacht. Nee, das ist alles. Man weiß es noch nicht. Seht ihr diesen Gesichtsausdruck, wie verzweifelt? Guckt euch diese Schraube an, die ist da drin. Normal ist sie versenkt. Das ist halt aber. Ja, also ich kann ja den Preis mal verraten. Ich habe für 29 Euro, ganze 29 plus 25% oder 20%? 20% bekommen. An 6 Euro noch was haben wir. Ja, richtig. Also, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Ach, die Schublade ist schon mal fertig. Jetzt brauchen wir die Schienen. Ich will euch mal zeigen, wir sind ja gerade in meiner Privatwohnung, kann man sagen. Und dann ist es so typisch, ich bin ja, wie man bemerkt hat, eine Frau. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich bin eine. Und jetzt guckt euch mal den kleinen Werkzeugkasten an.
Ist der nicht süß? Das ist so typisch Frauenkoffer. Ja, es ist ganz niedlich. Und ich glaube, ich habe da auch Mini-Werkzeug drin. Ja, glaube ich sogar. Also ganz kleine, süße Dinger sind da drin. Ja, und das ist für einen Mann, der natürlich einen Schrank zusammenbauen muss, nicht so einfach. Soweit sind wir bis jetzt. In dem Formenraum. Es sieht doch schon ein bisschen wie Schreibtisch aus, oder? Ja, ein bisschen Form. Wie gesagt, er ist klein. So wie ich. Ich bin ja auch eine kleine Person von 1,52, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ich sage mal klein und fein. So. Scheißt du da gerade hin? Nein! Ich muss nach Gefühl die Schraube hängen. Mit Gefühl geht es. Hört ihr es? Mit Gefühl. Ja, es wird, es wird. Du bist meine Nummer 1, mit dir brenne ich durch. Nein, Scherz. Wie gesagt. Ganz schnell wieder ab. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich weiß, nichts Beeindruckendes. Es ist nur ein kleiner Schreibtisch, aber es wird. Aber wenn diese Seite da hinten, wo der Nils gerade steht, wenn diese Seite erstmal fertig gemacht, das wird interessant, weil das wollen wir machen wie? Nils! Wie wollen wir die Seite machen? Schön. Oh Gott. Ihr merkt, was ich hier aushalten muss. Leute, es wird wie ein bisschen wie Lost Place. Ja. Ne, es wird eine kleine Bunkerecke, kann man sagen. Es wird alles so auf alt getrimmt. Es wird wirklich interessant. Also dieses nicht, dass es heißt, wir werden jetzt hier nachmachen, weil der Buddy aussieht so ein Bunker. Ja, aber Buddy hatte was anderes. Buddy hat was ganz anderes. Einen ganz anderen Feeling, wie wir das machen wollen. Wir wollen es einfach gemütlich machen. Auch für die Quatschzeit und so weiter. Genau. Hauptsächlich kommt diese Ecke für die Quatschzeit oder wenn wir einfach mal so... Alles so ein keine Ahnung, was sich noch so ergibt. Ja. So, ihr Lieben. Ey, Ordnung. Das an. Ich hätte es heute Morgen oder heute Vormittag... ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Also heute Vormittag, als wir angefangen haben, habe ich gedacht, scheiße, so viel Müll. Wie kriegst du das weg, auf Deutsch gesagt? Das Regal, das Regal da dran, hier war die drei. Alles ist jetzt auf der Seite, wo die Kamera steht. Wir schwenken gleich noch zumindest an. Zumindest die kleinen Sachen. Die haben aber man hört, der Hall ist jetzt schon anders. Ja. Es ist hier leerer geworden. Ja. Das wird ein Kurzfilm, dass ihr wisst schon, dass wir dabei sind. So, und dass sich's verändert. Wir wollen ja ein bisschen Spannung und nicht alles in einen Film machen. Richtig. Also es wird jetzt immer mal wieder, wie nennen wir das Ganze, umarbeiten. Ja, oder keine Ahnung, lassen wir uns auf jeden Fall einfallen. Du hast deine Bastelecke, die du auch nicht, was ich verstehen kann, nicht aufgeben wolltest, nicht möchtest und das brauchst du auch nicht. Die ist jetzt da, wo die Kamera ist. Ja, die ist ganz süß. Ich schwenk gleich einmal rum, auf jeden Fall. Und unglaublicherweise, obwohl es billig war, eine Schraube ist übergeblieben. Ja, eine war wohl gratis. Oder er hat was übersehen, was ich eher glaube. Aber ich habe geguckt, ich habe nichts gefunden. So, ihr Lieben, wir sagen Tschüss. Wir freuen uns. Und dieses Jahr rutschen wir auf jeden Fall nochmal rein. So, bis dann. Aber nicht das, was ihr denkt.